Let's get out of here. There's a hero's welcome waiting for you at Vandenberg. We're going to Area 51. Alone? Don't you think we should regroup first? I'm going after Bob Page. Danke, Jörg. Und damit willkommen zurück zu, ja, Deus Ex und Area 51, dem wahrscheinlich letzten Gebiet. Ich habe mir schon schlau gemacht, das ist das letzte Gebiet. Area 51. Ja, und hier sind wir. Wo sind wir? Hier sind wir, da sind wir. Ja, Scharfschütze müssen wir erstmal ausschalten. Habe ich da irgendeinen Kopf gesehen gerade eben? Da ist er. Und tschüss. Ja, alles so ein bisschen kaputt. Warum? Weil hier die Rakete eingeschlagen hat. Oder ist. Ja, ja. Aber wahrscheinlich alles eher unterirdisch, ne? Bringt mich jetzt nicht so viel. Aber, naja. Zumindest mal ein Anfang. Ja, was müssen wir machen? Bob Page hat er gesagt, will er platt machen. Der Bösewicht. Eine krasse Mucke. Und, keine Prämie. Oh, keine Primärziele. Wie? Also einfach nur hier reingehen und ihn alle machen. Okidoki. Da möchte irgendwas eine Rakete futtern, habe ich gehört. Okay. Wohl dem, der reichlich Raketen am Start hat. Müssen wir uns hier reinschauen. Oh, jetzt kommt's. Info? Here's a satellite image of the damage from the missile. Page is weakened, but you still have to penetrate his bunker. I seem to be in remission, JC. Everett is right. The virus has some sort of on-off switch. Anyway, I'll be looking over your shoulder again. Alles klar. Satellitenbild. Wir müssen seinen Bunker knacken. Na, ob ich das hinbekomme? Na, ich weiß ja nicht. Aber ich habe so eine Vermutung. Also nicht seinen Bunker knallen. Ne? Gucken wir mal gleich lang rum. Okay. Das nächste. Ja, ich glaube. Komme ich da ran? Schwierig. Ich versuch's. Schlecht. Aua gemacht. 100%. Perfekt. Ah, man kann die also zur Detonation bringen. Jetzt geben wir erstmal den... Das Brummen müssen wir abstellen. Ah, sehr gut. Ist aber leider schon voll. Verdammt. Naja. Moment. Scharfschütze? Moment. Was war das jetzt? Ich denke, also bin ich doch richtig, oder nicht? Ach nee. Ah, verstehe. Da geht's noch weiter hoch. Ja, ja. Aber da kommen wir nicht hoch. Es sei denn, wir gehen hier rum. Hä, bist du doof? Boah, das Brummen ist ja nett. Gar nicht nervig. Aber keine weiteren Roboterchen. Entdeckungsbonus, aha. So, was können wir hier machen? Hacken, klar. Wir hacken was aus. Zum Beispiel, ach, jetzt können wir wahrscheinlich die Robotalarm legen, oder? So, Schutztüren geöffnet. Ist das ein Bunker? Kamerastatus aus. Na, lieber nicht. Lieber nicht drauf anlegen. Komm. Und... In den Keller müssen wir auch nochmal. Aber das ist gut, dass wir wissen, der ist schon mal hier. Heißt, wir können uns notfalls auch nochmal hochheilen oder so. Wäre schön, wenn wir jetzt noch ein paar Upgrade-Geschichten fänden. Fände ich wirklich angenehm, muss ich sagen.
dass so ein oder zwei, naja, Verbesserungen könnten es schon noch sein, muss ich gestehen. So, und einen Bunker haben wir jetzt damit geöffnet, richtig? So, was sagen die Bilder? Satellitenbilder. Hier sieht alles so nach Schnee aus, aber irgendwie leider kein Schnee. Da sind wir im Control Tower. Da sind die Blast Doors, Hangar 18. Ho, ho. Das ist das Kommunikationsgebäude, alles klärchen. Sagen, Kommunikation, lass mal lahmlegen, oder? Deswegen auch die Schüssel oben drauf. Was ist das? Ach so. Jetzt ein paar verrissen. Was ist das hier? Restricted Area. Oh, schlecht. Verdammt. Jetzt vielleicht eine Türsteige in... Die kriegt man leider nicht auf. Oh, sehr gut. Allerdings kein Platz, oder? Nein. Weil wir bestimmt wieder irgendeinen Quatsch brauchen. Ah. Stellen Sie sich mal ganz kurz aus. Naja. Also erst den Kommunikationsbunker, dann den Hangar, dann schauen wir mal. Kamerastatus. Weg damit. Hä? Gab es eigentlich Erfahrungspunkte, wenn man die platt macht? Nee, ne? Ich glaube nicht. So, hier kann ich mir eventuell was zum... Ach so, da hätte man auch sich einen Weg hochbauen können. Ja, sie bleiben ihrem Motto treu. Bleiben ihrem Motto treu. Dass man mehrere Wege hat, meine ich. Vielleicht mit den Gedanken zu Ende führen. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das hier nicht unbedingt einfach nur... Jetzt kommt die Arena und kämpfen sie bis zum Tod sein wird, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen mehr, was man hier machen kann. So, passt. So was zum Draufklettern. Dann sind wir mit zwei beherzten Sprüngen wahrscheinlich schon oben. Sei nicht zu steil. Oh, nicht zu steil zu mir. Aha. Dietrich, sehr gut. Also neben Upgrades finde ich die Dietrich-Funde immer noch die allerwichtigsten. Da geht mir richtig das Herz auf. Wo müssen wir hin? Dahin. Kommunikationsbunker. Hopp. Wie ich labere, bin ich ja irgendwie auch... Naja. Leider haben die alle nicht so viel, oder? Doch. Schrott hat ja dabei... 561 Schuss. Ja. Wahrscheinlich ist es immer stark reglementiert. Irgendwie nur, was weiß ich, 50 Schuss hiervon. 20 Schuss davon. Und das ist ja alles krass gehackert. Wie man hier sieht. Nano-Mod. 1, 2, Shifter, 1, 9 und so weiter. Und die Bio-Mod. Keine Ahnung, was das alles soll. Es gibt wahrscheinlich hunderte Mods mittlerweile, die man sich da angucken kann, aber... Das hier ist ja noch relativ Vanilla, wie man so schön sagt. Also nah am Original, das war mir ja wichtig. Weil ich das noch nie durchgespielt habe im ganzen Leben. Area 51 Security Tower haben wir eigentlich schon. Aha. Da brauchen wir aber auf jeden Fall... Ist das der Security Tower? Nein. Und du komische Maus, komm ich zertreten, oder? Mein Gott. Scheißvieh. Medkits, Leuchtgeschichten, ja, bisschen Licht brauche ich nicht. Oh, ein Buch. Was liest ihr denn hier? Jakob Schatten. Jacob, oder Jakob steht da, setzte sich auf die Bank und stellte sein Schachbrett auf den kleinen Steintisch. Als er seine Spielfiguren platzierte, fiel ein Schatten auf das Brett. Er sah auf und blinzelte in die Sonne. Meriwether, sagte er. Jakob. Sie setzte sich auf die Bank gegenüber und stützte sich schwer auf ihren Stock. Wir wissen ja schon, dass sie irgendwie ihn erschießen will, ne? Ist das die Szene? Ah, die durchs Fenster war das mit, wird sie wieder erschossen, dann, wo es das Blut in seinen Händen dann gerieben hat, ja. Wir lesen das quasi alles rückwärts, oder? Kapitel 34, wie auch immer. Ist diesmal nicht so gut gelaufen für sie, was? Jakob schwieg.
Sie deutete mit der Hand auf das Schachbrett und er merkte ein leichtes Zittern. Sie spielen heute schwarz. Er setzte die Dame auf ihr Feld, als er verharrte. Nein, nicht so gut. Ich habe einige Dummheiten gemacht. Er schloss für einen Moment die Augen. Ich hatte Gefühle und einige Menschen sind deshalb gestorben. Meriwether machte ein verächtliches Geräusch. Das sind nicht die Gefühle, Jakob. Es geht um das, was danach kommt. Was wollen Sie jetzt tun? Jakob zögerte einen Moment. Jetzt spiele ich noch eine Partie. Boah. Fast so ein One-Liner, oder? Basketball? Weg damit. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie ein zweiter Bildungsweg. Ja. Granate. Da verschwenden wir nichts mehr. Lauft! Flieht, ihr Narren! Die ganze Hütte steht in Flammen, macht aber nichts. Für ein Multitool und noch eins. Munition. Komm, verschwinde. Nee, das war's. Da kommen wir nicht runter. Aha. Bestimmt sind die Tore verschlossen. Die haben sie doch geöffnet, oder? Die Blast Doors. Die Blasetüren. Ja, ja. Halt. Und alles genau wissen. Kommen wir rein. Vielleicht. Ja, ich sehe sie. Soll ich jetzt sagen, wir verminen den Eingang? So. Eingang verminen. Und dann. Ah, vielleicht mit der Railgun. Komm. Railgun, es ist Zeit für die Railgun. Eins, zwei, drei. Und oben. Ein kaputter. Warum werden die noch angezeigt? Das ist nicht irgendwie Wärmebild. Na, ich weiß ja nicht. Vielleicht nicht die. Nicht die erwischen. Die müssen ja relativ schnell den Löffel abgeben. Der ist übel. Auf Schuss. Was ist das denn? Ach, die ganze Munition mit. Ja, ja, ich verstehe, verstehe. Und? Schlecht. Weggerailguns. Das war aber übel, oder? Naja, nichts, was ein bisschen Scotch nicht regeln könnte. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, das ist vielleicht ein bisschen viel. Das merkt man meistens danach. Sie finden nichts. Wie? Nicht mal Tiernahrung? Nee. Wow, okay, alles klar. Finden nichts, nur einen leblosen Körper. Ja, hätte ich das mal gewusst, dass ich auf der Seite anbringen muss, dann hätte ich so platt gekriegt mit dem Ding, vielleicht. Oh, wenn ich jetzt weiterkämpfen muss, wird es ein bisschen eng. Aber wir haben ja alles gescannt mit unserem krassen, Railgun. JC, nicht Denton, sondern Eraser sind wir jetzt quasi. Wieso sich? Hä? Plasma-Magazin. Jawohl, Exp-Ammo, haben wir 33 Schuss. Mal da. Noch kein Nano-Schlüssel für irgendwelche Eingangstüren. Man sieht wirklich nicht so viel. Ich hätte vielleicht nicht 15 Flaschen trinken sollen. Denke ich mir auch jedes Mal am Samstagmorgen. Nee. Da kommen wir so nicht weiter. Also natürlich wieder der Kletteraffe. Dach. Feind oder? Nee, ist gut. The Barnacle. Aha, ja, natürlich. Und Luke im. Ja, Storage Vault. Das wird ja sein. Forschungsbonus. Dietrich. Also. Nur kurz vor knapp verwöhnen sie uns mal wieder. Haben wir auch alles fein gemacht. Aber das ist hier. Ja, gut, wenn ich es jetzt so betrachte. Ja, da ist der Eingang. Na gut, ich dachte, das reicht.
müsste ich eigentlich wegsprengen. Komm, machen wir. Machen wir. Ausrüsten. Deckung. Einhau. Bumm. Alles gut. Also fein gemacht. Sich toll versteckt. Okay. Relax. I'm not from Majestic 12. Who? The guys who've been shooting people. I was under the impression that they ran this facility. Oh no. I've seen them underground. I've heard rumors, but I didn't really think... More of it's true than you would believe. I'm here to stop them. Can you help me get inside the bunker? You must be crazy. I'm going after their leader, Bob Page. Can you help me or not? Well, yeah, sure. If you want to open the blast door, the security terminal is at the top of the control tower. The login is A51, password XX15YZ. That's more like it. Alles klar. Aber haben wir ja leider schon. That's more like it. Alles klar. Das heißt, jetzt haben wir die komische, wie heißt das? Die Luke. Die Storage-Geschichte haben wir. Ja, eigentlich, na, das macht man eigentlich ja nicht, sondern man macht erstmal das hier wahrscheinlich. Und hier findet man was um hier. Das ist mal ganz nett gemacht, oder? Bei A, B und C, drei Punkte und dann hier D. Sind alle so miteinander verknüpft. Das gefällt mir außerordentlich. Command 24. Schluck Wasser noch. Eine trockene Kehle. So. Aktivierung aktiviert. Storage. Da bin ich mal gespannt. Das heißt, wahrscheinlich kann man sich jetzt für die große Schlacht rüsten, was? Ja, ist vermutlich. Da ist nämlich die Panzerung. 70. So, die benutze ich. Was benutze ich nie wieder? 6 Flaschen Alkohol. Danke. Achso, ich muss die einzelnen wegschmeißen. Ja, natürlich. Sauber. Wie wenn eine Stulle runterfällt. Yusuf. Die gesamte Kommunikation ist lahmgelegt. Auch die Funk-Microcasts. Also kann ich dir nur auf diesem Weg eine Nachricht schicken. Ich weiß nicht, wer diese Kerle sind. In jedem Fall gehören sie nicht zu uns. Die Bastarde töten uns. Ich konnte in die erste Ebene des Dreamland-Systems eindringen. Leider konnte ich nur die Bunkertüren verschließen und die Sicherheitskonsolen im Tower reaktivieren. Balim, balim. Dürfte eine Weile dauern, bis die das merken. Und wenn sie wissen, was gespielt wird, nagel ich den ersten Arsch. Der kommt an die Wand. Achso. Weiterlesen, wichtig. Sollte mir etwas zustoßen. Das Login ist eins. Und so weiter. Übrigens, sei vorsichtig. Einige der Jungs sind rausgekommen, bevor ich die Türen verriegeln konnte. Sie sind auf dem Weg ins Lagerhaus. Dummerweise ist der Kontakt zu ihnen abgebrochen. Hawkins. Ja. Also, falls man den versehentlich erschossen hat. Oder gesprengt. Querschläger. Irgendwas in der Richtung. Findet man den Nano-Schlüssel, kommt dann hier runter und kann dann nochmal das Passwort nachlesen. Ist eigentlich ganz nett. Atemgerät, warum? Ich würde sagen, Armeefeldstecher, Feierabend. Ob ich den nicht mitgenommen habe? Wir haben seit Ewigkeiten unser ZF benutzt vom Scharfschützengewehr. Hätte mir eine Menge Ärger ersparen können. Naja. Tauchgerät, warum? Warum haben wir ein Atemgerät? Schokoriegel. Wie könnte es lauten? Wie ist es denn? Haben wir irgendeinen Hinweis? Area 51. Area 51. Schutzbunker 5151. 51 5115, irgendwie sowas. Verdammt. Okay, dann hack ich mich halt hier in die Elektronik hinein. Warum? Naja, wäre ja nett gewesen, wenn es irgendwie eine Kombination gewesen wäre aus 15 und 51 oder so. Sauer. Kein Platz. Kettenwerfer weg.
Aufnehmen. Okay, was machen wir? Das Sinnigste wäre für mich das hier. Da kann ich da... Vielleicht werden irgendwie im Kampf dann irgendwelche Bots gerufen oder sowas. Da kann ich mich ein bisschen tarnen. Oder ich kann mich heilen. So passiv nebenher. Dann kann ich auch ein Menü machen. Ich mach das mal. So, jetzt haben wir die deutlich reduzierte Energiebedarf auf Stufe 4. Radartransparenz. Sehr gut. So, jetzt aktiviere ich mal die Heilung. Hallo? Haben wir gerade aufs Dach? Bringt aber leider überhaupt nichts. Macht nichts. Gut, dann wieder runter. Komplett übersehen. Bisschen schade, dass mit dem Pinball-Apparat hier nichts anfangen kann. Genau, ich gehe mich nochmal kurz aufheilen und dann... Oder was heißt aufheilen? Auf geilen, auf Energien, meine ich. Moment mal. Ist da mehr in der Decke? Nee. Wahrscheinlich nicht. Und was ist das? Credits. Auf dem letzten Meter gibt es Credits. Warum? Ah, Betäubungsbeile. Gut. Die nehme ich. Was ist das? Kaputter? Raketen. Ah. Gefunden Raketen 2. Klar. Damit man... Na? Wieder aufladen. Sehr gut. Damit man sich eventuell der Roboter entledigen kann. Falls man keine Raketen mehr hat. Da muss man schon ganz schön verschwenderisch umgegangen sein mit den Raketen. Und hier keine mehr hat? Naja. Aber man möchte den Spieler ja nicht bestrafen. Das wäre noch schöner. Halt, stopp. Erstmal gucken, ob da oben irgendwas ist. Ich möchte aber auch hinkommen. Aha. Den haben wir schon mal gesehen. Lahm. Und die gute Moon. Hm. Was ist da hinten? Ist irgendwas aktiv? Oh ja, die Heilung. Die ich jetzt noch nicht brauche. Ja, leider dieses Zielsystem hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß auch nicht. Wäre schön, wenn es so ein leichtes Auto-Aim wäre oder wenn es dann quasi so Richtung Kopf dann zielt oder irgendwas in der Richtung. Das wäre schön gewesen. Ist einem die Kopf... Schüsse erleichtert? Da ist doch ein... Klar ist ein Abgrund. Da wollen wir da nicht, natürlich nicht hin. Ne, aber es wäre schön gewesen. Wenn man sagt, man hat den Feind eingepeilt und jetzt so wie dieses Piepen bei den Raketen, wenn das dann quasi so ähnlich funktioniert hätte beim Anpeilen von Gegnern, dann so langsam sich so oben den Kopf rum einpenselt oder korrigiert. Ja, bitte? Aha. Ach, guck mal. Ja, ich würde sagen Raketen. Was machen wir da? Kann mich gerne angucken. Das war klar. Krasse Mucke. Aha. Gesagt, den nächsten. Gut, dann können wir. Also, wir müssen was machen? Strom anstellen. Oh, Spinnchen. Moment, überlegen. Plasma. Plasmagewehr. Ausrüsten. Getroffen, ne? You're nearing the power room. Was? The computer that controls power to the elevator system is in the control room at the back. Ja, ja, control room at the back, alles klar. Control room is back. Alright. Unverwundbar? Nee, 50%.
probieren. Damit sind sie alle hochgegangen. Sehr gut. Dietrich. Plasma-Gewehr ausrüsten. Komm, zeig dich. Zeig dich, du Hund. Und zeig dich. Ja, wow. Versenkt. So, du hast nichts. Weg mit dir. Ist unnütz. Du hast für den Feind gearbeitet. Wir haben wahrscheinlich so gut bezahlt, wussten ganz genau, was hier abgeht. Was war das eigentlich für eine Basis? Wieder so, so ein Luftwaffenstützpunkt? Ah ja, Area 51, mich doof. Sabot. So, heißt, wir müssen was anmachen. Also aufmachen und dann anmachen. Online. The elevator power is online. Ich merk's. Good. Proceed to the bunker. Danke. Hallo? Geht das mit der Sabot Moon? Sag mal. Dann ist es eben doch die Handgranate. Volle Deckung. So, kurz einen Moment warten. Gehen wir auf die andere Seite in der Zwischenzeit. Was Feines. Zwei Sachen sogar. Uiuiui. Schon wieder Thermo-Optik. Warum? Kann ich nicht mitnehmen. Schade, schade. Wir haben zweimal die Panzerung, ne? Einmal angeknabbert und einmal komplett frisch. Perfekt. So, Regeneration brauchen wir nicht. So, wenn sich dann der Dampf bitte mal das Giftgas entf... Moment. Das geht schon weg, oder? Ja. Wieso stehen die Fässer noch? Und wieso ist die Holzkisten weg? Ich glaube, da ist irgendwas falsch rum, oder? Soll das nicht andersrum sein, dass die Holzkisten weg sind? Ah, oh, 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 okay. Ach komm. Okay. Boah, das geht aber ganz schön. Boah. Das geht ganz schön ab. So. So, den Rest machen wir über Regeneration. Und dann frischen wir uns mal auf. Komm, zack, zack. Ja. Eventuell werde ich da nochmal einen Punkt reinstopfen. Wenn es soweit ist. Falls wir noch was finden sollten. Aber ich glaube, so langsam ist Feierabend, ne? So. Ab in den Bunker. Das war egal. So. Sektor 2. Ich glaube nicht, wie viele Sektoren es hier gibt. Oh. Was ist das? Ich hoffe mal einfach nur ein Lichtchen. Oder wartet ganz da unten der Chef? Ich glaube, mal speichern. Runter. Eine Geräuschkulisse ist ja schon mal einladend. So, frische Sabot nachladen. Gucken, dass alles nachgeladen ist. Hallo? So. Oh, jetzt ist es schön still. Lass mich raten, die kriege ich nicht auf, also muss ich erst hochgehen. Und oben was machen. Sector 4. Oh,
much farther than that. Wow. A moment more and I will be like nothing you've ever seen. A new life form everywhere and nowhere. Like air or radiation, redundant, self-replicating, always evolving. Aha. Wieso wird denn der immer krasser? Was soll das denn? Keine Primärziele, obwohl es oben steht. Oder war die Aufgabe, ich muss ihn einfach nur finden? Okay. Als hätte ich es geahnt. Moment, das führt wieder nach oben. Ist das richtig? Hallo? Oh ja. So, hoch mit uns. Nee. Ich mach das einfach mal, ne? Notfalls kann ich ja wieder runterfahren, ist ja wurscht. Mit dem Haupt... Oh, shit. Einfach ins Eck rennen. Das hier mal spaßhalber geschwind hacken. Keine Ahnung, wie die Codes sind. Interessiert uns nicht. Wir sind ein krasser Superhacker. Ja, das war's. Okay. Also kann man entweder runterfahren oder hier laufen. Bin gerade überfordert. Wie? Hätte ich mich hier reinschleichen können? Aber das ist eine Art von... Hä? Warum existiert das hier? Ist das der Eingang? Ach, komme ich jetzt vielleicht auf der Rückseite raus und muss mich nicht da irgendwelche Abwehr kämpfen? Oder was ist hier Phase? Aber jetzt weiß ich, warum ich ein Atemgerät bekommen habe. Okay. Oder es gibt hier eine krasse Info jetzt. Warum existiert das? Und warum kommt Luft aus einem Lasermod? Aha. Benutzen. Reicht schon. Ausmachen. Aber knapp. Jetzt habe ich eine Laser-Mod bekommen. Komm. Haben und nicht haben. Das wird das Scharfschützengewehr. Aber nicht die Precision-Reife. Die hat das schon, oder? Ja. Verstehe es nicht so hundertprozentig. Achso, nur für das hier. Okay. Ja, gut. Waffen-Mods waren mal richtig, richtig toll. Und ich würde es auch jetzt noch. Ich hab gerade hier die Beine gebrochen. Oder muss ich hier irgendwas mitnehmen? Weil ich unten da nicht weiterkomme? Können wir mal machen. Wir schmeißen mal. Nehmen wir von den unseren Kumpel. Den Kumpelblock nehmen wir mit. Ja, weiß ich nicht. Reicht. Nee, reicht dann auch. Achso, runter. Muss ich jetzt mal springen? Achso. Sagt er, dann fährt er zu schnell davon und wir brechen uns das Genick. Damit er fahren? Ja, ja. Piep. Ja, das hat sich hier weniger gelohnt. Aber natürlich, wenn es das hier gibt, dann wird das hier erkundet. Und da wird gar nicht. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ja? So, 2 und 3, total schlimm bewacht. Aber er ist sogar bei 4. Ach, guck mal hier. Fahren Sie mal hoch. Der hat bestimmt irgendwelche Zugangscodes, der Kollege. Fahren Sie hoch. Nee, das holt ihn. Oh. Achso, jetzt einfach. Achso. Egal. Biozelle von mir aus. Oder so. Komm, falls wir sie brauchen, können wir ihn schon nochmal holen.
Er ist oben, oder was? Wahrscheinlich. Tja, was da passiert? Ist er aus dem Fahrstuhl gefallen und dann runtergepurzelt? Page ist weiter down. Find the elevator. Your primary objective is to kill Page, JC. Ach nee. Was denn sonst? Primary objective is to kill Page, you see. Ach, nee, JC, JC. Wie heißt ich? Heiß ich? JC Denton. Ah. Unangenehm. Sieht's mich. Das Miststück. Ja. Das habe ich noch nie geschafft. Versuch's mal. Kackt. Tüt. Bitte? Ich weiß nicht. I'm always pleased to see one of my experiments perform so well. Ja? You aren't even afraid, are you? Nö. We got a lot of things right when we made you, Denton, but don't worry. I know your weaknesses. Glaubst du? How much further? Not far. You will reach Page. I just wanted to let you know that Alex hacked the Sector 2 security grid. The code's 8946. And I wanted to warn you about Tracer Tong. Ach. Tong's helping out from Vandenberg. The vaccine worked. Yes, well, he has another motive. He wants you to destroy Area 51. That's the plan. No, JC. Spare the facility. Spare Helios the power station. They can be made to service. Us? You and me, JC. We'll rule the world in secret. Mm. With an invisible hand, the way the Illuminati have always ruled. Don't you think it's time we end the tyranny for everyone? There's such a thing as a compassionate conspiracy. We don't need Page's commandos, troopers, crude inventions. Trust me. Kill Page. Down and I will be here to help with the next step. Ja, in der Zwischenzeit mal kurz hochgehalten. Das war ja klar, ne? Dass er jetzt irgendwie die anderen hintergeht, das war mir irgendwie. Klar. Er ganz eigene Ziele verfolgt. Wurden ja schon das ein oder andere Mal gewarnt. Oh. Roboterchen? Ist das ein dicker? Nee, das ist ein normaler. Aber Raketen haben wir reichlich. Wenn ich nicht hingucke, gibt das keine Punkte. Oder wie ist das? Ich verstehe es nicht so hundertprozentig. Das will ich jetzt noch mal wissen. Jetzt starre ich ihn an. Ja. Starre ich ihn gleich mal an, während ich hier. Das ist nicht kaputt, oder zumindest in die Richtung. Aber das ist schon mal gewesen, dass es keine Erfahrungspunkte gab, nachdem ich die Rakete abgefeuert habe und weggeguckt habe. Merkwürdig, oder? Ich glaube, die K.O.-Pfeile kann ich mir schenken. Und das mit dem K.O.-Schlagen kann ich mir auch schenken. Das heißt, das machen wir ein bisschen anders, das. Und zwar, gleich als zweites gibt es das Plasmagewehr. Nee, als dritte Waffe, so. Hier haben wir zumindest panzerbrechende Munition. Panzerbrechend. Hier aber Sabot. Ja, Sturmgewehr hat. Was hat das nochmal? Sturmgewehr als Sekundär ist der Granatdinger, ne? Mit der hohen Munitionsgeschwindigkeit hat sich das gerade über eine. Ja. Gab's da nicht einen Unterlauf? Moment. Bin ich jetzt völlig fertig? Ach, das ist doch Sturmgewehr, bin ich dumm? Das ist was genau für eine Mondsturmgewehr? HE. Hochexplosive Projektile, Kaliber 20 mm. Genau. Unterlauf ist das. Brauche ich mir noch was für den, ja, Seiten vielleicht? Ja, ich lasse es mal, wie es ist. Notfalls, ja, Menü. Kriegen wir, glaube ich, so nicht ausgeschaltet. Da muss ich anders ran.
das ist vielleicht zu viel. Na, ich lasse es mal, wie es ist. Was ist mit der... Genau, mit der Railgun. Kann ich die wegrailgunnen? Das würde ich gerne mal wissen. Nein. Du musst was sehen, was Peng macht. Mal einfach die Raketen. Rakete ausrüsten. So, Schluss mit Überwachung. Ja. Das ist einfach nur die andere Seite, ne? Nein. Das ist Precision. Ich brauche aber die richtige Scharfschützengewehr. Headshot. Und? Distanzbonus. Halt, das ist gar kein... Oder? Ist das der Weg? Was sind nochmal gerade die... 8946. Oh, was ist das da? Hat er... Ist er am Schillen? Die Bösewichte sind am Schillen. Halt, wir brauchen die andere. Railgun. Ja. Also jetzt kommen sie auf jeden Fall hier rausgelaufen. Dann können wir auch erstmal hier... Habe ich das noch? So. Hoffentlich bin ich nicht nah genug dran. Wir müssen die... Na komm, hopp. Jetzt mit der Railgun... Eröffnen wir jetzt sozusagen den Kampf. Alles klar. Komm ran. Alles klar. Remember the briefing. Gab es im Briefing auch irgendwas von Sprengfallen oder so? Entdeckungsbonus. Oh. Sie war nur ein Spielball der finsteren Mächte. Julia, ich muss dich sehen. Wir müssen über dieses Projekt sprechen. Ich bin nicht mehr sicher, was wir hier tun. Und Paige hat seltsame Forderungen an das Interface-Team gestellt. Ich will ja weg, aber nicht ohne dich. Du bedeutest mir zu viel. Komm nach dem Schichtwechsel in mein Zimmer. Dort können wir ungestört reden. Der Code ist 0169. So. Leiche, Woman in Black. Schrot, habe ich die Scheiße aufgenommen? Oh, immer das Gleiche. Ich wahrscheinlich wieder Leute Pistolen und so einen Dreck auf. Was ist das? Feldstecher Standard. Okay. Ich hätte gern diesen komischen Tech-Dings öfter benutzt. Das Problem ist nur, der war so schnell leer. Und ich habe das ja relativ spät erst gemacht und bis dahin, ja, hat es mich nicht mehr interessiert. Wir haben eine Lampe, wir haben alles, braucht nicht viel Energie, wir haben na, Stufe 4 auf diesem komischen Energiespardings, Geschützturm, schieß auf Feinde, schieß auf, deaktiviert. Hat er mich jetzt beschossen? Ich glaube, der war das, ne? Der hat mich gerade versehentlich angeschossen. Na. So. Ich würde sagen, dass auch jemand was will, mal ein bisschen, ich glaube, 2000 Schuss oder so, ne? Sollte reichen. Schrotpatronen aber auch. Oh, da. Da geht's ab. Schützengewehr. Oh. Die Sau getroffen. Con was? Tagged oder? Oh, shit. Angriff. Haha, du Trottel. Lademod. Lademod. Was muss ich schnell nachladen? Raketen, Plasma. Eigentlich alles. Scheißegal. Irgendwer kriegt das jetzt. Super. Ich hätte auch noch eine Mod.
Eine Modifikation für die Waffe. Pretzmorst. Hm. Wer will Pretzer werden? Das hier muss Pretzer werden. Sie finden nichts. Ah, sehr gut. Vielleicht mache ich mal bitte voll. Ach Gott, ich mag die. Diese niedlichen kleinen Bots, die aber rumstehen. Und mein Gott, sind die hilfreich. Mein Bot, fast schon. Ja, Moon. Ja, nehme ich. Jo. Da ist noch mehr von dem Quatsch. Sektor 3, Zugang ist... Zugang ist möglich? Nee. Noch nicht. Hm. Tauchungspfeile bringen ja wieder nichts. Kennen wir ja. Munition ist leider alle. Wenn man da unterirdisch jetzt da reinkommt. So, hier wissen wir ja, wie wir hochkommen. Soll nämlich nicht, sondern so. Verdammt. Okay. Haben sie wahrscheinlich eingerieben mit irgendeinem Schmieröl. Damit wir da bloß nicht hochkommen. Verdammt! Doppelsprung. Wahoo. Mario lässt grüßen. Lahm. Oh, sehr gut. Explosivmunition für die Pistole. Das finde ich immer ganz besonders angenehm. Wie? Und muss ich da rein? Darf ich da rein? Ist eigentlich die Frage. Nein. Oh, ich bin einfach zu agil. Ich bin total über augmented. Aber das Hirn hat leider nur eine Augmentation. Oh, jetzt ist aber auch mal gut. Junge, jetzt nicht so doll. Mal mit Gefühl. Genau, einmal ein weiterer Sprung. Okay, ich wollte eigentlich da rein, aber das geht ja gar nicht. Oh, das ist mir jetzt wieder zu viel des Guten. Okay, das sind doch bestimmt wieder Spinnchen, oder? Multitool. Hm. Nein. Nein. Muss nicht sein. Herr Damit, wir sind auch ein Sprengmeister, aber nicht ganz. Wir sind ein Sprengveteran, sind wir. Hm. Komm, wenn wir schon mal hier sind, bitte mal ganz voll machen. Oh. Nein, nein. Scheiße. Oh, okay. Zum Glück. Okay, ich muss das wohl irgendwie abschalten, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich muss auch hier gleich abschalten. Leider. Oh, ich habe gedacht, dass man das noch fertig kriegt heute. War doch nur die vorletzte Folge. Scheiße. Ja, Pech gehabt. Do not enter. Doch. Ich sage, ich mache, was ich will. Du kannst es nicht verhindern. Du bist nicht meine Mutti. Ja, der arme Bot. Wir sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Dann versuchen wir mal dem Page weiter auf die Pelle zu rücken. Offenbar hat er noch seinen krassen Untergrundbunker. Und dieses Labyrinth müssen wir erst noch durchschreiten. Wahrscheinlich sehr viel Feind und sehr viel Erz da zu holen. Aber, naja, wir sind gut bewaffnet, haben Munition ohne Ende, sind gute Dinge. Das wird schon. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Deus Ex und dann wahrscheinlich wirklich das große Finale. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum Ende. Bis zum nächsten Mal. Das ist das Ende. Ciao, ciao.